Am 15. August war Haftprüfungstermin von Arzt Heinrich Habich, der seit 15 Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Leider ist dieser Haftprüfungstermin negativ verlaufen und so bleibt Untersuchungshaft bestehen. Am 16. und 17. August war jeweils Gerichtsverhandlung von 9 Uhr morgens bis spät nachmittags und es wurden viele Zeugen geladen, also Menschen, die einen Impfausweis von Arzt Heinrich Habich erhalten haben. Jede einzelne Geschichte ist filmreif und berührt einen, denn es sind Schicksale, die einfach unglaublich sind. Menschen haben erzählt, wie sie familiär, gesellschaftlich und auf dem Arbeitsplatz ausgegrenzt, diskriminiert und entwürdigt worden sind wegen einem Impfstatus. Und das ist ein Skandal, denn es sind alle Zeichen dafür, dass es hier eine Massenpsychose deutschlandweit gegeben hat und eventuell immer noch ist, denn Menschen zu diskriminieren, zu entwürdigen, aus der Gesellschaft auszuschließen wegen einem Impfstatus, das ist ein Skandal. Und dieser Skandal geht schon seit 3 Jahren und nimmt kein Ende. Die Staatsanwaltschaft, Richter und Schöffen sehen das alles anders. Die finden, dass es alles seine Richtigkeit hatte und Menschen wurden nicht getrieben in die Spritze, sondern hatten immer eine Wahl. Und jeder, der einen Impfausweis sich besorgt hat, ist schuldig. Und vor allem schuldig ist der Arzt Heinrich Habich. So sieht das ganze Richter, Staatsanwaltschaft und Schöffen hier im Landgericht Bochum. Genau an diesem Punkt kommen wir ins Spiel. Wir als Öffentlichkeit müssen jetzt den Helden Arzt Heinrich Habich helfen. Und zwar, wir können helfen, indem wir diese Geschichte aus dem Gerichtssaal in die Öffentlichkeit tragen. Denn das ist Unrecht, was hier geschieht. Arzt Heinrich Habich war einer der wenigen Ärzte, der in so schwieriger Zeit Menschen geholfen hat. Und dabei hat er keine Rücksicht auf sich selber genommen. Und jetzt sitzt er genau dafür auf der Anklagebank und nicht nur auf Anklagebank. Der sitzt schon seit 15 Monaten in Untersuchungshaft. Es ist ein Unrecht. Man kann es gar nicht in Wörter fassen, was das für ein Unrecht ist. Denn Menschen haben erzählt, dass sie unmittelbar im Bekanntschaftskreis Impfschäden erfahren haben, Impfopfer erfahren haben und immer noch dann zu Impfung genötigt worden sind, gedrängt worden sind. Und der Einzige, der in diese Situation helfen konnte, war Arzt Heinrich Habich. Es ist ein Held und Retter, wenn man so es irgendwie auf den Punkt bringen musste. Und wir müssen diese Geschichte in die Öffentlichkeit tragen. Ich bitte jeden Einzelnen, dieses Video zu teilen, zu kommentieren. Ihr könnt auch dieses Video runterladen und hier hochladen wieder auf den anderen Kanälen, denn das muss bekannt werden, denn hier sitzt ein Held, der in ganz schwieriger Zeit in einer Massenpsychose Menschen geholfen hat, und zwar ohne Rücksicht auf sich zu nehmen.